nach Hause kommt gleich ein Kamerateam inklusive einem YouTuber. Und ich glaube, für einige Influencer ist er auf jeden Fall ein gefürchteter YouTuber. Denn er hat schon mal Produkte hergestellt, die es aber eigentlich gar nicht gab. Und hat damit den ein oder anderen Influencer hops genommen. Darunter ist zum Beispiel auch eine Creme, mit der er ziemlich viral gegangen ist. Naja, aber heute sind sie bei mir zu Hause für ein ganz normales Interview. Also hoffe ich.